Sachsen-Anhalt gehört mit seinen Windparks und Solarkraftwerken zu den größten Erzeugern erneuerbarer Energie in Deutschland. Einen richtigen Schub dafür gab es genau heute vor 5 Jahren. Nach der Explosion des japanischen Atomkraftwerks Fukushima im März 2011 kippte nämlich auch hier in Deutschland die politische Stimmung in Sachen Kernenergie. Wie schon lange von der Öffentlichkeit gefordert, beschloss der Bundestag heute vor 5 Jahren mit deutlicher Mehrheit den Ausstieg aus der Kernenergie bis 2022. Ein schwerer Schlag gegen die Atomkonzerne, die nun zum Teil dagegen klagen. Unterdessen geht der Ausbau der Erneuerbaren weiter, wenn auch behutsamer als bislang. Unseren Energiehunger können Wind und Sonne allein noch nicht stillen. Und Braunkohlekraftwerke sind auf Dauer auch keine Alternative. Deshalb wird seit Jahren verstärkt an der Kernfusion geforscht. Die gilt, weil viel ungefährlicher als Atomkraftwerke, als sicherer und preiswerter. Denn ihre Ausgangsstoffe sind im Wasser enthalten und Ozeane haben wir ja reichlich. Am größten internationalen Forschungsprojekt zur Kernfusion ist eine Firma aus Burg bei Magdeburg beteiligt. Sie schreibt mit an der Zukunft der Energieerzeugung. Die Sonne. In ihr verbrennt Wasserstoff bei unfassbaren 150 Millionen Grad und schafft so permanent Energie. Ein schier unbegrenzter Kraftquell, viel strahlungsärmer als die Kernspaltung unserer Atomkraftwerke. Um Kernfusion für den Menschen nutzbar zu machen, entsteht derzeit im südfranzösischen Cadarache der bislang größte Kernfusionsreaktor. Sein Name ITER steht für Weg. Das Kernstück dieses Weges, die Reaktorkammer, in der die Sonnenenergie erzeugt wird, entsteht zum größten Teil in Sachsen-Anhalt. Die Kammersegmente fertigt eine Firma aus Burg. ProBeam, der Spezialist auf dem Gebiet des Elektronenstrahlschweißens. Weil wir den Werkstoff möglichst wenig belasten wollen, ist auch das Elektronenstrahl da als Verfahren gewählt worden, weil wir sehr dünne, sehr schlanke Schweißnähte erzeugen und in einem Gang das gesamte Blech abschweißen. Aus vielen einzelnen Teilen wie diesem hier entstehen am Ende 9 Segmente, jeweils so hoch wie ein kleines Einfamilienhaus. Und nur ProBeam hat als nicht-militärischer Produzent weltweit so große Vakuumschweißkammern. Deshalb wurden die Burger 2001 zum Partner von ITER. Das Problem des Megaprojekts? 8 Nationen sind weltweit beteiligt. Absprachen sind politisch heikel. Die Kosten von 20 Milliarden Euro laufen aus dem Ruder. Und der Zeitplan zur Inbetriebnahme hat sich bislang schon um 8 Jahre auf 2026 verschoben. Doch ITER ist zum Erfolg verdammt. Rechnen Experten das Projekt doch zu den 10 größten technischen Herausforderungen der Menschheit. Da kommen Projekte wie die ESS drin vor oder ein Superrechner für die Berechnung vom Wettergeschehen. Aber die Liste wird eindeutig angeführt von dem ITER-Projekt, was eine weitere Option für die Energieversorgung der Menschheit darstellen wird. Fast 3000 Schweißnähte, also insgesamt 4 Kilometer Präzisionsarbeit, müssen die Spezialisten aus Burg realisieren. 2019 sollen alle Segmente fertig sein und verbaut werden. Dann steckt im Herzstück von ITER auch Herzblut von Ingenieur Rudolf Konja, der vom Fusionsprojekt begeistert ist. Sehr aufregend und das macht mir auch sehr viel Spaß, sehr persönlich. Und das ist auch der Grund, warum ich jetzt hierher gekommen bin, um an so einem großen Projekt mit teilhaben zu können und zu sehen, wie die Großen arbeiten. Kritiker meinen, erneuerbare Energien seien viel billiger zu haben als die Kernfusion und könnten bald die Gesamtversorgung übernehmen. Letzteres bezweifeln die Forscher und arbeiten weiter an Kernfusionsreaktoren. Extra für ITER haben die Burger Schweiz-Spezialisten neue Technologien entwickelt. Insofern wird am Ende auch Know-how aus Sachsen-Anhalt in der Energieerzeugung der Zukunft stecken.